Seht ihr dieses Schild? Durchgestrichen. Wir dürfen Gas geben. Los geht's, Topspeed. 150. Okay, Leute. Mein Arm fällt mir ab. Oh mein Gott. Jo, Leute. Was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Hier mal aus einer anderen Kulisse. Leck mich am Arsch, ist das warm. Ich habe jetzt mal ein anderes Plätzchen gesucht. Ich bekomme zurzeit so viele Nachrichten, wann denn endlich wieder Motovlogs kommen. Ich werde heute mal schauen, ich hoffe ihr seht es. Hier hinten steht meine Maschine. Wir werden heute mal Topspeed ausprobieren. Es hat über 30 Grad, Mann. Also wie gesagt, heute werde ich mal mit euch zusammen auf die Autobahn düsen. Was die Leute wohl denken, wenn hier im Wald einer mit seinem Motorrad steht. Nee, aber wie gesagt, ich werde heute mit diesem Schmuckstück auf die Autobahn heizen. Dann schauen wir mal, was da so geht. Also ich tippe mal, ja, so 170, 180 km/h. Mir läuft die Soße. Ich würde sagen, Leute, ich switche jetzt die Kamera um, beziehungsweise mache jetzt meine GoPro an und dann schauen wir mal, was aus der Maschine rauszuholen ist. Ah, das sind sogar Motorradfahrer. Let's go! Ach ja, Leute, was ich noch ganz vergessen habe. Ich hoffe, das passt auch mit der Belichtung hier. Ich habe gestern meine neuen Hebel schon dran gemacht. Ich konnte leider das Ganze nicht für euch filmen, weil das ziemlich spontan war. Also schön in Orange mit mattschwarzen Verstellhebel. Und ja, die alten einfach noch raus. Ich kann euch die sogar zeigen. Hier, das waren die alten Schinken. Also wenn man das mal vergleicht, das sind halt schon Welten. Tja, was geht hier ab? Leute, ich packe jetzt zusammen, mache die GoPro an, dann holen wir mal die Top-Leistung aus der Maschine raus. Warm gefahren ist es schon und seht ihr, wie ich schwitze? So, los geht's. Gott, wie soll ich hier wieder rauskommen? Scheiße. War keine gute Idee. Scheiße. Moment. Oh Gott. Was mache ich hier? Easy, Leute. Easy. Wow. Ich bin komplett durchnässt. Und die ganze Scheiße mache ich nur für euch, Leute. Viel geile Vlogs. Ah, die habe ich vorhin überholt. Die werden sich auch denken, hä, was hat er denn jetzt gemacht? Es gibt ja so viele Zuschauer bei mir, die sich immer wieder Motovlogs von mir wünschen. Und wow, ich habe echt sehr wenig Motovlogs dieses Jahr produziert. Der Grund ist einfach, mir fallen nie Themen ein, über was ich dann in dem Motovlog mit euch quatschen soll oder sprechen soll. Eigentlich wollte ich ja auf die Autobahn, oder? Ach, scheiße. Wenn ihr Ideen habt für irgendwelche Motovlog-Ideen, Themen, über das ich sprechen soll, knallt das gerne mal in die Kommentare. Und Leute, ganz ehrlich, da könnt ihr jetzt mal einen schmackhaftigen Daumen rauslassen, weil die Scheiße mache ich nur für euch. Da hat es mich damals mit dem Roller geschmissen. Da bin ich hier runtergebrettert und straight in den Wald. Ich hoffe, ihr seht das jetzt, die neuen Hebel. Die sind so, so geil. Also wirklich, im Vergleich zu den anderen, zwei, drei Finger, easy. Man kann hier halt einstellen, wie weit man die weg haben will. Beziehungsweise die Passnorm kann man damit einstellen. Und ich finde die halt einfach so schön. Und die Verarbeitung echt V-Track. Richtig nice. Ich melde mich, wenn ich auf der Autobahn bin
Denn ich weiß nicht, wie lange mein Akku von der GoPro noch hält. Ich will doch nur auf die Autobahn. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, Mann. Kurzer Soundcheck. Gib ihm! Woo! Geil. So, ich hoffe, GoPro hält. Visier ist unten. Och nee, oder? Sag nicht, hier ist jetzt durchgehend Baustelle. So, Leute. Ready? Jetzt geben wir mal langsam Gas. Und hier ist 80. Was soll denn der Scheiß? Da hinten. Seht ihr dieses Schild, Leute? Seht ihr dieses Schild? Durchgestrichen. Wir dürfen Gas geben. Los geht's, Topspeed. 150. Holy shit. Mein Arm fällt mir ab. Oh mein Gott. Oh. Top Speed 179. Ich glaube 180 wären auch noch drin. Und meine Hände tun weh. Deswegen mit so einem Bike auf die Autobahn. No way. No way. Es ist ein reines Spaß-Moped. Okay. Die ist einfach mal 5 oder 6. Und hat schon ein Handy. Was geht hier ab, Mann? Hier ist jetzt eh nur noch 80. Deswegen, Leute, ich mache jetzt kurz die GoPro aus und melde mich dann später nochmal. Ich bin durch. Hey, da ist er wieder, mein Freund, Mann. Ohne Spiegel. Der Typ ist einfach nur crazy, Mann. Allein man sieht ja dann gar nichts mehr. Und der macht ja nicht mal einen Schulterblick, gar nichts. So. Ich bin jetzt gleich in München. Beziehungsweise da vorne ist schon München. Die, wo viel YouTube schauen und viele Motovlogger anschauen, wissen, dass in München Mochi lebt, beziehungsweise wohnt, und er zückt halt immer seine Vlogs aus München. Deswegen wäre es ja mal richtig nice, wenn ihr Mochi schreiben würdet oder irgendwie sein Video kommentieren würdet, dass wir mal zusammen einen Motovlog drehen. Hätte ich ja mal mega Bock. Vielleicht sieht auch Mochi dieses Video. Wäre richtig nice. Die, wo öfters in München sind, müssten diesen Tunnel eigentlich kennen. Der ist ziemlich neu. Sieht mega geil aus. Und ich glaube, Leute, hier hat Mochi Season 3 abgedreht. Ich glaube. Also ich bin mir nicht sicher, aber so von der Location her ähnelt sich das schon mit seinem Video. Er fährt halt eiskalt ohne Seitenspiegel. Moment, ich zoome mal kurz hin. Kranker Scheiß, Mann. Schreibt mir mal in die Kommentare, wer von euch in München lebt oder in Bayern. Würde mich mal interessieren. So, wie komme ich jetzt auf die andere Seite? Hier könnte ich umdrehen. Nein, ist geil, ich bringe hier schön Mercedes. Hier auf der rechten Seite der Hauptbahnhof, beziehungsweise der ist noch weiter hinten. Und da ist er schon wieder!
Der Hund verfolgt mich, Mann. Ich glaube, mein Akku geht jetzt langsam leer. Deswegen würde ich sagen, ich verabschiede mich schon mal von euch. Vielleicht knatter ich noch ein, zwei kleine Shots mit rein. Kommt drauf an, wie lange meine GoPro jetzt noch hält. Falls ihr jetzt nichts mehr von mir hören solltet oder sehen solltet. Leute, ich hoffe, euch hat dieser kleine Vlog gefallen. Gebt mir gern einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Schreibt mir neue Moto-Vlog-Ideen, Themen, über die ich sprechen soll, in die Kommentare. In diesem Sinne, schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Ciao.